Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Ja Leute, ich habe gesagt, irgendwann kommt es wieder und jetzt ist es soweit. Es kommt wieder. Also auf Isla Muerta mussten wir 4 Sterne zusammenkriegen und die haben wir jetzt zusammen. Wir haben jetzt 4,5. So, deswegen gehen wir doch erstmal zur neuen Map. Isla Muerta Ost ist Regenfällen und gelegentlichen Stürmen ausgesetzt. Die standzugewandte Anlage sollte aber eine solide Basis für ihr Vorhaben darstellen. Und dort können wir dann unsere mutierten, eher gesagt unsere Hybriden herstellen. Wie Sie sehen, ist diese Anlage hier nicht einsehbar. Aus gutem Grund. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich es Ihnen erzählen. Fürs Erste sollten Sie das ausnutzen, so gut Sie können. Ich werde es versuchen. Kann das sein, dass es wirklich eine neue Map ist? Ich bin nicht sehr begeistert, dass Dr. Malcolm unser Vorhaben beeinflusst. Warum? Seine Forschung ist zu ängstlich, zu sicher. Das schlägt sich in den Abteilungen nieder. Ja, aber ich entscheide doch. Sie werden für mich einige Aufgaben erledigen, aber scheinbar mit den Abteilungen zusammenarbeiten. Kein Problem. Machen Sie weiter wie bisher. Ja, gerne. Sie dürfen nicht merken, dass Sie eigentlich für mich arbeiten. Auf das jeden Fall. Das ist unser Geheimnis. Klar? Natürlich, habe natürlich. Habe ich ein Memo verpasst? Ja, nee, alles ich gut, alles gut. Ich kenne diese Anlage nicht. Ja komm, jetzt rede nicht so viel. Naja, jetzt kenne ich sie. Ich schätze, hiermit kann man Geld verdienen. Er denkt nur ans Geld. So, pass auf, Leute. Das Erste, was mir sofort auffällt, die Karte ist zwar nicht groß, gefällt mir aber, weil, ihr seht es, alles ist, okay, es ist nicht zwar komplett eben, aber es ist alles gerade, es sind keine Berge, es ist alles nicht wie auf Isla Muerta und deswegen. So, wir schauen mal ganz kurz an, was müssen wir denn jetzt machen? Was ist unsere Aufgabe? So, hier, zack. Expedition, ja, brauchen wir doch gar nicht ansehen. Können wir da überhaupt schon irgendwas machen? So, pass auf, Leute, ich hab's gefunden. Wir müssen jetzt Muerta Ost Sicherheitsmission vervollständigen und die Wissenschaftsmission. Alter Schwede, die wollen mich köpfen, oder? Ich glaube, die wollen mich köpfen. Ja, Freunde, ein paar Sekunden sind schon mal vergangen. Also, es hat sich in den nächsten paar Sekunden etwas getan, und zwar das alles hier. Das ist schon mal unser Park, und zwar haben wir hier noch was vor und hier drüben. So, und wir müssen jetzt, weil die Mission, wir brauchten diese Mission, wir brauchen jetzt den Uluru-Titanen. So, den finden wir natürlich hier, Fossilien, zack, erstmal durchsuchen, und zwar befindet er sich hier. Leider können wir erstmal nur einen hinschicken, aber gucken, was dabei rauskommt. Oh, Alter, geil! Okay, easy, Leute, easy. Wir können ihn jetzt sofort gleich herstellen. Geil! Sollen wir sehen. Also, Brutkasten, zack, haben wir schon alles ausgerüstet. So, dann schauen wir doch mal, was er so kann. So, wir sind irgendwie bei 60% oder so. Da! Uluru-Titan. So, mal sehen, wie können wir ihn verändern? Okay, wir können mehrere Farben auswählen. Natürlich, Regenwaldmuster muss sein. Ich denke mal, das hier lassen wir jetzt erstmal, weil das ist jetzt, sagen wir, nicht notwendig. So, wir wollen die Farben sehen. Wir wollen alle Farben sehen, die es gibt. Naja, nicht alle, aber die meisten. Freunde, sie sind fertig. Okay, dann fangen wir doch als Erstes mit diesen Titan an hier. Komm mal raus hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gesehen, wie sich die Dinos und so weiter bewegen. Aber es sieht geil aus. Es sieht immer noch geil aus. Nach so einer langen Zeit sieht es immer noch herrlich aus. Es sieht wirklich aus wie ein Para. Bloß, ja, eine Art Hybrid. Ja, kleine Süße. Zeig dich mal von der Seite, Kollege. Hier, komm her. Süß. Ach stimmt, das waren ja alles nur Mädchen, ne? Gut. Jetzt, wo Dr. Dua bekommen hat, was sie wollte, ja, kümmern wir uns um meine Pläne. Ja! Ich brauche Daten darüber, wie diese Spezies mit Raubsauriern zurechtkommt. Oh, geil. Bringen Sie etwas ins Gehege. Ja. Ich will Gewalt sehen. So ist die Natur nun einmal. Und sie kennt kein Mitgefühl. Ja, kein Problem, ne? Also damit habe ich jetzt wirklich kein Problem. Warte mal ganz kurz. Bestand mit der prähistorischen Natur ist nicht einfach. Ja, ja, alles gut, alles gut. So, wir holen jetzt mal den nächsten raus, weil Problem ist, die brauchen ja mehr sozial hier. Wie viel brauchen sie? Ich denke mal, die brauchen bestimmt von der Sozialität 3 Stück her. Mal sehen. Wir suchen es kurz mal. Sozialgruppe 3. Siehst du, und 3 Stück stelle ich jetzt her. Problem ist, was soll er von mir? In einen Himmel Entwicklungsserver ausbrüten und freilassen. Baryonyx! Ja, das ist die Mission. Dann machen. Oh, warte mal. Aufzeichnungen. Oh, der sieht geil aus. Schnabeltiere haben meiner Meinung nichts mit. Leute, wir können es ja natürlich angucken. So, mal sehen. Wir schauen uns doch mal ganz kurz das Ding von der Nähe an.
Sieht recht geil aus. Und wer kommt hier jetzt raus? Alter, was haben die für ein Muster? Okay, die sehen übelst nice aus. So, kurz mal raus hier. Sehe ich das jetzt richtig? Ich soll jetzt ein Baryonyx hier reinstellen. Okay, mache ich ganz kurz mal. Oh, unterhalten die sich? Die unterhalten sich. Ach, wie hübsch ist das denn? Es ist zwar dunkel, aber... Alter, nice. Das hatte ich ja ganz vergessen. Okay, nice. Aber ich muss wirklich sagen, der sieht von der Farbe her am besten aus. Oh, guck mal, unterlaufen sie. Ja, das da hinten könnte das Mädchen sein und das hier der Mann. Oder das da drüben, weil die sehen halt alle geil aus. Geilo. Okay, aber das tut mir jetzt leid für die ganzen, denn gleich kommt ein Baryonyx rein. Und der wird nicht ganz so nett sein. So, Freunde, da ich ja weiß, was passieren wird, lassen wir jetzt hier den Baryonyx frei. Denn ich weiß zwar nicht, ob er die Großen angreift, aber die Kleinen mit Sicherheit. Hier sind Dracorex so drin. Und deswegen, er ist gefährlich. Er sieht zwar jetzt in der Wand. Oh, scheiße. Weg, 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 weg. So, wir wissen ja jetzt ganz genau, dass er jetzt versucht, herumzulaufen. Kinder, 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 Kinder. Wo wollt ihr hin? Zu nah an Dinos. Verzieht euch. Ach du Scheiße. Wenn der jetzt gleich... Hör ich da gerade etwas? Wo ist er überhaupt hin? Mein Gott, was haben Sie getan? Was denn? Ich habe noch nichts getan. Sie mir, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Ja, nein, 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 Dr. Wu war das. Wo ist er hin? Er ist so dunkel. Ich kann nicht sehen. Sag jetzt nicht, er ist schon frei. Oder er hat sich durch... No! Kollege, du solltest eigentlich... verpiss dich. Nein, 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 nein. Komm, du verlierst gegen den Track. Du verlierst gegen den Track, Kollege. Es kommt sicherlich die Zeit der natürlichen Auslöser. Shit. Aber nicht jetzt. Ach man, das läuft doch gar nicht gut. Das läuft gerade gar nicht gut. Einer von dir wird sterben. Oder seid beide vernünftig und haut einfach ab. Haut einfach ab. Komm, das wird schon gut laufen. Ja, greift euch weiterhin an. Komm. Macht es nicht so dumm. Geht. Och Mann, ey. Okay, die Zeit läuft einfach weiter. Da warten wir jetzt einfach mal ab, oder? Wir warten einfach mal. Du scheiß Mistvieh, ne? Wegen dir. Haut einfach ab. Haut ab. Aber ich glaube, der dürfte gar nicht mehr viel machen, weil er fast tot ist. Okay, wir warten jetzt die 2 Minuten. Irgendwas muss ja passieren. Irgendetwas. Ja, natürlich. Ich töte noch einen Dino. Ach man, lass doch mal die armen Dinos in Ruhe. Ja, ja, Leute. Sind noch ein paar Sekunden verstrichen. Ja, ja. Wir warten einfach mal ab. Na, Kollege, backst du eventuell... Nein! Oh Gott, was war mit seiner... Habt ihr sein Maul gerade gesehen? Alter, der war ja ausgekugelt. Der war ja ausgekugelt bis zum geht nicht mehr. Das schon wieder. Er hat zu viel gesoffen, Leute. Er hat zu viel gesoffen. Komm, Kollege. Da greift er noch einen kleinen Kollegen an. So, 55 Sekunden. Kollege, bleib jetzt mal ruhig. Bleib jetzt, ist jetzt ruhig von ihm. Okay, er macht es nicht, er macht es nicht. Alter, sieht der gefährlich aus, Leute. So, 5, 4, 3, 2, 1 und... Haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft? Komm, ich will einen Troodon haben. Wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft? Nee, 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 cool. Ja, wir haben es geschafft. Geil. Gut, jetzt fehlt nur noch der Troodon. Forschung verfügbar. Troodon, Zugriff auf Fossilien. Nice. Okay, Leute, ich würde sagen, da verlassen wir... Ah, nee, warte mal. Wir können es ja hier. Haha, ich habe ja schon alles vorgesorgt. Ich habe für alles vorgesorgt. Okay, ich glaube, wir haben was gefunden. Nice. Ach du Scheiße, wie sehen die denn aus? Wie kleiner Kobold. Okay, das ist Gollum auf jeden Fall. Das wird Gollum sein. So, Freunde, stellen wir noch mal her. Ich denke mal, wir stellen mal einen ganz normalen her. Ich bin gespannt auf seine Farbe, weil ich denke mal, der sieht schon übelst geil aus. 405.000. Egal, wir haben 11 Millionen. Das sollte eigentlich reichen, ne? So, noch ein Gollum und den werden wir natürlich dunkel machen. So, Leute, dann lassen wir doch mal den ersten frei. Als erstes den standardmäßigen. Komm, mein kleiner Kobold, komm raus, komm raus. Wie groß bist du jetzt eigentlich? Oh, die sind ja... Die sind einigermaßen groß. Hätte ich jetzt... Wo das Tier in einem passenden Gehege. Komm, schnapp dir die Ziege, schnapp dir die Ziege. Komm, 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 komm. Schnappt er sich die Ziege? Sie den Dinos einen von mir entwickelten Wirkstoff. Allerdings wird er sie nicht betäuben, sondern beleben. Beleben? Sie dazu zwingen, ihre natürlichen Instinkte zu vernachlässigen. Hä? Beobachten Sie sie, sobald das passiert. Ich habe den Verdacht, dass sie etwas schwierig werden könnten.
aber ich bin sicher, Sie und die Sicherheitsabteilung sind der Aufgabe gewachsen. Ja, aber... Herr, was will er jetzt genau? Was für ein Impfstoff denn? Übernehmen Sie die Kontrolle über ein Ranger-Team und schießen Sie mit Dr. Wu's Wirkstoff auf den Troodon. Okay, pass auf, wir schauen aber erstmal nochmal kurz an. Der scheint aber diesmal nicht grün zu sein, wie auf dem Foto. Die sind eigentlich ziemlich süß. Deswegen nehmen wir die restlichen auch nochmal raus. Ich will den dunklen sehen. Den dunklen will ich auf jeden Fall sehen. Und das wird der hier sein. Schade, dass es jetzt schon wieder so dunkel ist, aber wie gesagt, das ist ja ziemlich stürmisch hier. Ach Mann, ich wollte dich gerade dein Gesicht erdingsen. So, zeig mal her. Ha, der geht auch vom Skin. Ich hoffe, dass der andere, denn... Ich glaube, da kommt das Steppenmuster. Ich hoffe, dass der besser ausschaut, aber der hier geht eigentlich. Der im Vergleich zu seinem Körper das größte Gehirn aller Dinosaurier gehabt haben soll. Na. Damit war er sowohl intelligent als auch tödlich. Das glaube ich nicht, Leute. Das glaube ich nicht. Unterhaltet ihr euch? Ich glaube, die unterhalten sich, oder? Nee, aber dass die den größten Gehirn gehabt haben sollten? Never ever. Und? Unterhalten sie sich? Ja, sie unterhalten sich. Auch habt ihr gehört, wie Kompis. Okay. Gehen sie jetzt zusammen auf die Jagd? Komm, bitte schnappt euch die Ziege. Bitte. Wo ist die Ziege? Nein, ihr sollt die Ziege essen, nicht das Tote essen. Da hinten ist eine Ziege. Na, dann eben nicht. Da kommt die Ziege eben zu euch und frisst euch. I don't know. So, dann holen wir jetzt nochmal den letzten raus. Komm, bitte. Bitte sieh du richtig geil aus. Okay, zeig du mal. Geht von den Farben. Also, mal gucken. Wir stellen ja noch nicht alle her, aber von den Farben her, sag ich mal, keiner sieht so richtig brutal aus, weißt du? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber bis jetzt, ja, wer sieht von den dreien am schönsten aus? Ich weiß es nicht, aber mich würde jetzt interessieren, was meint der Ranger? Was meint er mit dem Impfstoff? Ja doch, der hier sieht bis jetzt am geilsten. Nee, warte mal. Ich glaube, der sieht am geilsten aus. Und da kommt der hier. Und dann kommt der andere. Mit dem Betäubungsgewehr oder mit was muss ich jetzt machen? Zack! Stellen Sie sicher, dass jeder Dino in einem Gehege untergebracht wird. Irgendetwas erregt diese Tiere. Wenn Sie etwas darüber wissen, dann raus damit. Ich habe viele Reaktionen gesehen und verschiedene Launen unserer Dinosaurier kennengelernt. Oh, no. Ich weiß ganz genau, was er machen will. Nee, Kollege. Nein. Komm mal, pass mal auf, Bro. Das passiert so. Der Weg kommt weg. Das ist mir scheißegal. Auf jeden Fall bleibst du da drin. Pech gehabt. So, ich kenne das Spiel, Kollege. Du bleibst da drin. Mensch, ne? Ja, Pech gehabt. Wenn ihr nicht da... Okay, sollen sie halt sterben. Hä, wieso? Ich wollte gerade sagen, die sind doch untergebracht. Das Spiel kann mich nicht verarschen. Dinosaurierbedrohung? Nee, das ist, glaube ich, weil die zwei Dinger da drin sind. Okay, pass auf. Was greift er an? Ach, schade. Er greift den nächsten Menschen an. Schnapp ihn dir, Tiger. Komm. Hol ihn dir. Wo ist er? Das sind zwei Menschen. Oh, Baby. Oh, scheiße, Leute. Ach, ist das schön. Ach, die hat doch einen geilen Blick drauf, oder? Komm mal, auslösen. Zack, Foto gemacht. So, ja, mal sehen. Kriege ich hier vielleicht ein geiles Foto hin? Was will der eigentlich mit der machen? Will er sie fressen, oder... Ich weiß, sie sieht halt ein bisschen zweideutig aus, oder? Okay. Nicht komisch denken, einfach normal denken. Ich glaube, er will ihr in den Arsch beißen, oder? Mal sehen, was passiert. Komm, pack zu, klein. Oh Gott. Ach, du Kacke. Ach. Junge, wie geil ist das denn? Leute, da muss ich jetzt wirklich sagen, das ist bis jetzt der erste Angriff, ich sag mal, gegen die Menschen, ne? Der mir wirklich am geilsten gefällt. Bitte töte den anderen Menschen auch gleich. Oh mein Gott. Das sind die Tötungsmaschinen. Einem Risiko ausgesetzt. Was habe ich? Gar nicht gut. Ich habe gar nichts gemacht. Du willst jetzt nicht wirklich gegen eine... Da ist die Ziege, hast du gerade gesehen? Der springt jetzt nicht wirklich gegen die... Macht er das gerade wirklich? Really? Wenn er das jetzt wirklich zerstört, ne? Dann ist es Herkules. Oder Son Goku, irgendjemand. Ja, alles klar. Er macht die Wand kaputt. No way. Alter. Komm, spring nochmal gegen. Komm. Oder kannst du nicht mehr, Kollege? Komm.
Er hat es wirklich kaputt gekriegt. Eieieiei. Komm, aber 30 Sekunden, das sollten wir eigentlich schaffen, Leute. Das schaffen wir locker. Tja, kaputter Zaun, wa? Aber dahinter ist noch ein Zaun. Kollege, wo willst du hin? Er sucht sich jetzt nicht einfach diesen einfachen Zaun, oder? Oh Gott, warte mal. Der kriegt da 0, nichts kaputt. Wehe. Wehe. Bitte. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es trotzdem geschafft. Er ist gerade rausgekommen. Alter, in eine Sekunde hätte gefehlt. Dann hätten wir es nicht geschafft. Okay, warte mal. Den begutachten wir jetzt erstmal. Ist scheißegal, was mit dem Park passiert. Hauptsache, er ist ein Spaß. Komm, zeig mal. Was kannst du denn? Zeig mal. Mr. Lambert. Ja? Aus Gründen, die ich Ihnen noch nicht verraten kann. Komm, jag sie dir. Diese Tiere in sehr erregtem Zustand studieren. Das ist nicht schlimm, Ich habe ihre Betäubungspfeile mit meinem eigenen Wirkstoff befüllt. Sehen Sie es als Erfolg an. Das sehe ich auch so. Mit der Situation zurechtkam. Das ist wirklich ein Erfolg. Das gefällt mir, Leute. Das gefällt mir. Komm, pack sie dir. Ich werde nicht gern benutzt. Aber in meiner Branche kommt man nicht drum herum. Komm, pack zu. Teil meines Jobs. Genau. Alter, ist wirklich wie Kompis. Komm, beiß doch mal in seinen Kopf rein. Vor allem, komm, und zack. Leben auf dem Spiel steht. So, hat er ihn auch richtig gefasst hier? Naja, Leute, er hat dazugelernt. Das ist ein gutes Mädchen. Das ist wirklich ein gutes Mädchen. Also, die macht erste Sahne. Ihre Arbeit macht sie sehr, sehr gut. Aber ich denke mal, die soll nicht weiter rumwüten. Deswegen kümmert sich jetzt... Was ist deaktiviert? Ach, jetzt sind alle frei. Na Leute, wir lassen sie erstmal rumwüten. Auf jeden Fall war es jetzt erstmal wieder von einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Ich muss gucken, wie ich die anderen drei neuen Dinos freischalten kann. Falls ihr Informationen habt, schreibt es mal am besten unten in den Kommentaren. Und falls euch natürlich die Folge gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.